Wir sind eine ganz gewöhnliche Familie. Meine Frau ist auch hier, sie sitzt da in der zweiten Reihe. Und wir haben drei Kinder. Die älteste ist jetzt 14 und 11 und der jüngste Sohn ist 10 Jahre. Unsere Kinder, die waren noch nie in einer Schule und sie werden auch nicht unterrichtet. Das heißt, eben, wir nennen das Unschooling, nicht Beschulung. Und ich kann Ihnen sagen, sie lernen vom Morgen früh bis am Abend spät, weil sie das Lernen nie verlernt haben. Lernen liegt in der Natur eines Kindes. Und es tönt wie Science Fiction, aber es funktioniert. Und ich spreche jetzt aus über 10 Jahren Erfahrungen, die wir haben. Meine Frau, sie war ursprünglich einmal Lehrerin. Sie sagt immer, ich war einmal Lehrerin, weil es mit diesem Prinzip nichts zu tun hat. Und ich komme eigentlich aus dem Gebiet wie Interface. Ich bin seit über 30 Jahren in IT und Organisation tätig und war ursprünglich auch mal Softwareentwickler. So habe ich begonnen. Unschooling hat eine Definition und heißt, es ist ein vom Kind geleitetes Lernen, ohne den Versuch, die Schule nachzuahmen. Es gibt keinen geplanten Unterricht. Das heißt aber, wenn ein Kind etwas lernen will, und wir merken, dass es lernen will, dann müssen wir schauen, wie der Stoff zum Kind kommt. Aber immer im Interesse des Kindes. Und die Eltern sind nicht Lehrer, sondern sie sind Unterstützer und Begleiter der inneren Lebens- und Lernprozesse. Das ist eigentlich das Prinzip Unschooling. Und der Urvater der Unschooling-Bewegung war, wie so oft, ein Amerikaner, der John Holt. Und seine Philosophie war ganz einfach. Ein Mensch ist ein lernendes Tier, a learning animal. Und das Problem ist, der Lernprozess wird getötet oder unterdrückt oder kaputt gemacht, wenn wir versuchen, das Lernen zu regulieren oder zu kontrollieren. Das war sein Prinzip. Und er war mehrfach prämierter Lehrer in New York und ist dann aber aus der Schule als Lehrer ausgetreten, hat Bücher über Homeschooling geschrieben, bis er dann gemerkt hat, auch die Schule zu Hause, das funktioniert auch nicht und hat es dann Unschooling genannt. Vielleicht haben Sie schon mal, apropos Learning Animal, die Aussagen vom deutschen Hirnforscher Gerald Hüther gehört. Der hat im Film Alphabet hat er gesagt, die Kinder, wenn sie auf die Welt kommen, sind 98% aller Kinder sind Genies. Und wenn sie aus der Schule kommen, sind es noch 2%. Das ist die Aussage des Hirnforschers Gerald Hüther. Also die sollte eigentlich zu denken geben. Wir haben das Unschooling positioniert in einem Vier-Quadranten-Modell und eigentlich der große Unterschied zur Beschulung. Es gibt das Lernen, direktive Lernen von außen nach innen. Da kommt die Schule und möchte kulturelle Errungenschaften dem Individuum reinstopfen. Beim direktiven Lernen geht es darum, den Kindern etwas von unseren Vorstellungen zu übergeben. Und dann gibt es das kindzentrierte Lernen. Wir nennen das von innen nach außen, inside out. Da geht es darum, den Kindern die Freiheit zu geben, diejenigen zu sein, die sie sind. Und dann kommt das Lernen und die Fragen und das kommt alles von innen nach außen. Und wenn man das anschaut, dann sehen wir,
Unsere klassischen Schulen, die funktionieren typischerweise mit dem direktiven Lernen von außen nach innen. Und da gibt es alternative Schulen, die funktionieren schon nach dem Prinzip von innen nach außen. Und das hat sogar schon eine Maria Montessori vor 100 Jahren, schon vor über 100 Jahren, als Schulkritik hat sie eine eigene Philosophie begründet. Und ihr Motto war ja, hilf mir es selbst zu tun. Rudolf Steiner war auch einer, der war auch vor über 100 Jahren. Und das waren damals schon eigentlich Kritiken zur klassischen Schule, wie sie funktioniert hat, wo sie versuchten, den Mensch ins Zentrum zu nehmen und nicht Fakten oder Wissen. Dann gibt es beim direktiven Lernen gibt es auch das Homeschooling. Homeschooling sind vor allem in der Schweiz kennen wir Familien, die machen Schule zu Hause. Also am Küchentisch oder wo auch immer mit Lernmaterialien aus der Schule machen die Schule zu Hause. Und das sind für uns, wir grenzen uns dort ab, für auch viele religiöse Familien, die versuchen auf diese Weise sich dem Staat oder dem Staat zu entziehen und auch ihre Ideologie zu erhalten. Und dann gibt es die Unschooler. Unschooling nennt sich das. Wir haben begonnen mit dem Namen Pro Lernen. Wir wussten nicht, dass es Unschooling gab. Das haben wir erst nachher entdeckt. Das war eigentlich unsere eigene Erfindung, den Weg, den wir gegangen sind. Und Unschooling, wenn man so will, kann man sagen, das hat es früher schon gegeben, als es noch keine Schulen gab. Die Schulen kamen eigentlich mit der Industrialisierung, musste man ja die Leute auf die Industrialisierung vorbereiten. Hier hat man die Fabriken gebaut und hier hat man die Schulen gebaut. Und das war etwa vor 150 Jahren, auch mit der Staatenbildung, Industrialisierung und Schulbildung. Und was war vorher? Man weiß heute, Massachusetts in Amerika, die hatten zu dieser Zeit mehr, also heute haben sie mehr Analphabetismus als zu dieser Zeit, als die Schulen begonnen haben. Das war der einzige Staat, wo man das messen konnte. Das ist faszinierend, wenn man das heute anschaut. Heute gibt es viele beschulte Analphabeten. Und wenn man da noch zurückgeht, oder, dann waren die Adeligen und die Kirchen, die haben ihren Nachwuchs geschult und die restlichen Leute, die waren Lehnarbeit und die haben im Alltag gelernt, was sie brauchten. Und Homeschooling eben, zum Beispiel so ein Goethe oder solche Leute, die wurden, über Homeschooling wurden die gebildet. Und dann kamen die Schulen und dann ganz schnell die alternativen Schulen, eben Maria Montessori und oder Rudolf Steiner. Und heute in der Schweiz ist man da ein bisschen liberaler, gibt es ganz viele neuartige alternative Schulen. Nicht nur eine Waldorfschule oder so, da gibt es ganz neue Prinzipien. In Deutschland, sagt man, wurde das Homeschooling 1941 ausgelöscht, per Gesetz und Dekret, und aber nachher nicht mehr, das wurde nicht mehr aufgenommen. In der Schweiz ist das in allen Kantonen im Gesetz und in den Schulgesetzen verankert. Es nennt sich häuslicher Unterricht, aber nicht alle Kantone gewähren diesen häuslichen Unterricht. Also jeder Kanton funktioniert etwas anders. Und wir wohnen in Kanton Appenzell-Ausserrhoden und das ist ein sehr liberaler Kanton mit sehr gebildeten Behörden. Ist auch nicht so automatisch der Fall, oder? Wenn man das Unschooling genauer anschaut, dann gibt es ganz unterschiedliche Unschooler. Und wir haben das so definiert in zwei Dimensionen. Da gibt es diejenigen, die strukturiert sind und
Grenzen definieren. Und da gibt es diejenigen, die keine Strukturen, keine Grenzen definieren. Und dann gibt es diejenigen, die Lernumgebungsgestaltung machen, zu Hause viele Lernumgebungen den Kindern zur Verfügung stellen und die Kinder inspirieren. Und da gibt es diejenigen, die das wenig machen. Und bezüglich Strukturen, wir sind Schweizer. Schweizer ist strukturiert und ordentlich und pünktlich und so weiter. Das muss man gar nicht viel dazu lernen. Wir sind persönlich sehr strukturiert. Und bei den Grenzen haben wir etwas ganz Elementares gelernt. Wir setzen keine Grenzen bei den Kindern. Wir setzen die Grenzen bei uns. Ich sage, ich habe Angst, wenn ich das habe. Ich artikuliere mein Gefühl. Ich sage nicht, du darfst es nicht. Sondern wir artikulieren unsere Grenzen und die Kinder respektieren das. Wie sollen sie dann in Zukunft jemand anderer respektieren, wenn sie selber nicht respektiert werden und immer an den Kindern herumgeschraubt wird? Und das ist ganz spannend, das haben wir von Jesper Juhl, das ist ein Psychologe, der sagt das ganz intensiv, die Grenzen müssen wir bei uns selber machen und die Kinder respektieren das automatisch. Das ist faszinierend. Oder? Und da haben wir sind ja auch anders sozialisiert worden und anders erzogen worden, das haben wir sofort kapiert und haben das uns angeeignet. Ja, und wenn man das jetzt so anschaut, dann gibt es die Radical Unschooler, keine Grenzen, keine Strukturen, wenig Umgebungsgestaltung. Und dann gibt es, wir haben uns hier positioniert, wir arbeiten mit Strukturen, wir arbeiten mit den Grenzen, wir arbeiten auch mit viel Umgebungsgestaltung zu Hause. Wir haben mal einen Artikel in einer Zeitschrift publiziert, und da hieß es, unser Haus ist, und wir leben in einem Kinderhaus. Und es gibt auch viele Begriffe. In Deutschland und auch in der Schweiz versucht man jetzt, den Begriff Freilerner berühmt zu machen. Aber uns gefällt das nicht, weil Homeschooling und Unschooling vermischt wird. Und wir wollen da die Trennung machen, was ist von innen nach außen und von außen nach innen. Und man kann nicht sagen, ja, wir machen ein bisschen von innen nach außen und ein bisschen von außen nach innen. Das geht einfach nicht. Entweder respektiert man das, was von den Kindern kommt, oder man ist auf der anderen Seite. Und darum sind wir bei Unschooling geblieben. Ich habe beim letzten Referat ein paar Mails bekommen, die sagen, der Begriff ist schon ein bisschen provokativ, man müsste doch, heute ist Agile und Agil und so, man könnte doch mit dem etwas anfangen. Es möchte doch jeder agil sein. Und da habe ich gesagt, ja, Unschooling ist noch ein Schritt weiter als agil. Also das müssen wir dann schon noch genauer anschauen. Aber Rhythm. Umgebungsgestaltung für uns heißt auf allen Ebenen, ganzheitlich, kognitiv, körperlich, emotional, spirituell, auf verschiedenen Ebenen Umgebung gestalten, damit ein ganzer Mensch entsteht. Und da aus dieser Ganzheitlichkeit haben wir ein eigenes Quadrantenmodell entwickelt und das nennt sich Spirit, Hand, Herz, Kopf. Und da sind wir schon wieder beim Spagat, Individualität und Gemeinschaft. Und die vier Quadranten repräsentiert eigentlich das Hirn. Wir kennen das, die linke Hirnhälfte, rechte Hirnhälfte. Die linke Hirnhälfte ist eher die Rationalität und die rechte eher die Intuition und das Emotionale. Nur hier ist noch vorne und hinten. Vorne ist die Zukunft, das wäre oben. Und Reptilienhirn hinten ist eigentlich die Vergangenheit. Ist eigentlich auch im Hirn so abgelegt. Und wir haben dann die vier Begriffe. Der Spirit steht für die Emergenz, für die immerwährende Weiterentwicklung. Wir haben das
Emergenz genannt. Und weil es immer mit Emergenz und der Kopf wäre die Intelligenz und die Hand wäre die Kompetenz und das Herz wäre die Limerenz. Und Limerenz heißt die Verliebtheit. Und in der Psychologie wird das als pathologische Krankheit angeschaut, aber mir hat der Begriff so gefallen, man kann ihn ja auch selber definieren und sagen, Verliebtheit ist ein schönes Gefühl. Und nicht einfach, das Hirn schaltet ab und es ist eine pathologische Krankheit dahinter. Die vier Quadranten haben wir angelehnt auch an, das ist von Ned Herrmann, der hat so ein Hirndominanzmodell entwickelt. Früher hat man so die, wo man heute so Psychologietests mit Insights und so macht, hat man früher mit Ned Herrmann gemacht. Und das andere ist John Burdett, der hat Kopf, Hand, Herz, Spirit im Sinn von Coaching-Begleitung ein Buch geschrieben. Und wir haben das verknüpft miteinander und haben eigene Begriffe dazu gewählt. Und in diesem Kontext versuchen wir immer, unsere Umgebung zu gestalten. Die wichtigste Umgebung sind die Eltern. Da kann man rundherum gestalten, was man will. Wenn bei den Eltern die Entwicklung nicht gelungen ist oder nicht stattgefunden hat, dann werden die Kinder implementieren. Weil es sind die Selbstverständlichkeiten der Eltern, welche die Selbstverständlichkeiten der Kinder ausmachen. In einer musizierenden Familie wird musiziert. Und in lesenden Familien wird gelesen. Auch die Kinder, die ahmen das nach, die machen das. Aber sie implementieren auch die Schatten der Eltern. Das muss man ganz genau wissen. Und darum haben wir gesehen, auch die Radical Unschooler, wenn die Beziehung mit den Kindern aufbauen, auch die kommen. Die Kinder funktionieren. Da muss man keine Sorge machen, dass die nicht kommen und nicht lernen und nicht funktionieren. Das kommt automatisch. Und bei uns, wir inspirieren einfach noch mit Umgebung. Das ist einfach noch der Dessert eigentlich dazu. Ein Missverständnis möchte ich von Anfang an ausräumen. Kinder sind von Natur aus sozial. Es gibt Arno Grün, das ist auch ein berühmter Psychologe, der sagt, die Sozialität des Kindes wird in der Erziehung kaputt gemacht. Es ist einfach so, das sind ganz verrückte Aussagen und wir sind so ungebildet in der Erziehung mit den Kindern, wir wissen das alles nicht und wo wollen wir es dann lernen? Und das ist faszinierend, man muss nicht den Kindern sagen, du musst Danke sagen. Wir als Eltern müssen Danke sagen und dann sagen die Kinder automatisch Danke nachher. Da muss man nichts machen. Einfach selber muss man das leben. Und das ist faszinierend, weil das funktioniert. Also wir haben das mit unseren Schwiegereltern auch erlebt. Da haben wir auch unseren Disput gehabt, ja, jetzt muss man doch und jetzt muss man dort auch und so weiter. Und dann habe ich letztes Mal auch gesagt, was ist flüssiger als flüssig? Die Schwiegermutter, die ist überflüssig. Und einfach so, wenn dann hereingeschwatzt wird in diese Thematiken. Aber wir haben das komplett anders gemacht. Und es ist faszinierend. Auch unsere Schwiegermutter, Entschuldigung Doris, die Schwiegermutter, die ist heute fasziniert. Die hat auf der anderen Seite die Schwester von Doris, die hat auch zwei Kinder und die sind beschult. Und sie sieht das parallel jetzt, wie das läuft. Faszinierend. Es mangelt an nichts, im Gegenteil. Ja, also man kann eigentlich sagen, so generell gesagt, unser Unschooling-Projekt basiert auf vier Prinzipien. Die sind eigentlich da drin enthalten. Das heißt, das Wahren der inneren Lebensprozesse von innen nach außen,
Das ist das erste Prinzip. Und das zweite Prinzip ist Gestalten einer ganzheitlichen Umgebung nach den Qualitäten Spirit, Hand, Herz, Kopf. Das zweite Prinzip. Das dritte, wir begleiten die Kinder in den Haltungen zu Gewahrsein, Liebe und Respekt. Das sind drei Haltungen, wie wir die Kinder begleiten. Und das vierte, wir berücksichtigen die integrale Philosophie im Hintergrund. Basierend, dass das Leben wie so einen inneren evolutionären Impuls in sich hat. Und das Leben weiß ganz genau, wo es hin will. Und es zieht. Das Leben zieht eigentlich die Kinder. Und wir meinen, wir müssen die Kinder irgendwohin stoßen. Das ist eigentlich wieder die Umkehrung. Das ist so global das Thema Unschooling, das wir dann nachher noch vertieft haben. Und zwar haben wir diese vier Quadranten wieder mit der Emergenz, Kompetenz, Limerenz, Intelligenz, Kopf, Hand, Herz, Spirit, Spirit, Hand, Herz, Kopf. Der Kopf kommt am Schluss. Bei uns in der Schule kommt er zuerst. Und Emergenz, was heißt das im Spirit? Da haben wir immer so drei in den Qualitäten noch drei Subqualitäten definiert. Und ganz wichtig ist die Freiheit. Roland hat es vorher wieder gesagt, den Kindern die Freiheit zu geben. Und da kommt mir die Aussage von Krishnamurti in den Sinn, und der sagt, Freiheit ist am Anfang, und wenn die Freiheit am Anfang nicht ist, wird sie auch am Ende nicht sein. Das ist eigentlich Grundaussage. Und wir sagen, mit dem Wahren der inneren Lebensprozesse versuchen wir, diese Freiheit nicht zu zerstören. Das ist eigentlich das Grundprinzip. Dann Spiritualität. Und das, wir meinen da nicht Religiosität oder irgendetwas. Und da muss man definieren, was wir unter Spiritualität verstehen. Und Spiritualität, habe ich so eine schöne Formulierung gefunden, das ist das Vertrauen in die evolutionäre Eigendynamik des Seins. Das ist Spiritualität. Und basieren auf den eigenen Erfahrungen und nicht auf Erfahrungen, die jemand anders gemacht hat. Das ist das Grundprinzip. Dann das dritte Punkt, Gleichwürdigkeit. Wir meinen immer, man muss mit den Kindern etwas machen, damit sie müssen werden, damit sie dann als Erwachsener ganz sind. Die Kinder sind schon ganz. Das sei ganz wichtig, dass man das weiß. Und mit Würde begegnet man dieser Ganzheit. Gleichwürdigkeit im Projektmanagement-Kontext wird viel noch diskutiert, Augenhöhe. Augenhöhe ist für mich noch ein bisschen zwiespältig, da muss immer jemand runterkommen und einer geht vielleicht hoch. Oder wenn ich jetzt mit dem Kind Augenhöhe machen will, dann muss ich runtergehen, oder? Dann habe ich Augenhöhe. Das ist irgendwie noch schwierig. Und mit der Gleichwürdigkeit ist übrigens ein Begriff von Jesper Juhl, der hat ein Buch geschrieben, Das kompetente Kind. Da versuchen wir eben mit den Haltungen die gleiche Würde auf gleicher Ebene die Kinder so zu begleiten. Und die merken das. Und dann machen sie das automatisch auch. Bei der Hand, Umgebung, habe ich gesagt, Umgebung ist alles und alles ist Umgebung. Und die wichtigste Umgebung sind die Eltern. Und wenn die Eltern sich nicht entwickeln, entwickeln sich auch die Kinder nicht. Weil da hörte die Entwicklung etwa dort auf, wo sie bei den Eltern gewesen ist. Vielleicht gehen sie noch ein bisschen weiter, aber viel weiter nicht. Und es ist an uns, wenn wir wollen, dass die Kinder sich entwickeln, dann müssen wir Eltern uns entwickeln. Weil wir sind die Magnete. Also es geht um die realisierten Werte der unmittelbaren Bezugspersonen.
der Kinder. Zeit und Raum. In diesem Feld entfaltet sich ein Kind. Das wird ja mit Schule eigentlich einem genommen. Zeit haben, Raum haben, Zeit und Raum gehört ja zusammen. Und da ist immer interessant, wir sagen dann, unsere Kinder sind noch nie geweckt worden. Lernen findet auch im Schlafen statt. Das weiß man heute in der Hirnforschung. Da muss man nicht die Kinder früh morgens wecken und sie im Lernen stören oder sie aus dem Lernen herausholen. Das ist ganz spannend. Man sagt auch, beim Schlafen wächst man am besten. Also man pfuscht nur rein, wo man nur kann. Aber das heißt natürlich bei uns, die stehen trotzdem um 6:30 auf und beginnen zu arbeiten. Sie sind in ihrem Rhythmus drin. Außer Sommerzeit, dann haben wir, wie bei den Kühen, haben wir auch ein Problem. Da müssen wir wieder schauen, wie wir das hinbekommen. Und sie sind auch immer in dem Spannungsfeld zwischen Muße und Flow. Im Flow drin sind sie im Spielen und dann sind sie im Flow drin und dann merkt man wieder, wie sie sich zurückziehen und in die Muße zurückgehen. Und ganz interessant, Muße auf Griechisch heißt Skolio, also übersetzt die Schule. Aber in der Schule ist alles andere als Skolio. Im Spiel verarbeitet ein Kind seine unmittelbare Realität und seine Umgebung. Das ist faszinierend bei uns. Die Älteste, die hat mit so Figürchen, hat sie immer Situationen nachgespielt in allen Variationen, egal welche. Und heute spielt sie das anders. Sie schreibt Geschichten. Sie macht es nicht mehr mit den Figürchen, sondern sie schreibt Geschichten, Theaterstücke sie ist an einem Roman dran, am Schreiben. Und so verarbeitet sie das. Schreiben ist ja eine Verarbeitung. Und lernt so den Umgang mit der scheinbaren Realität. Die Schule sagt ja immer, man muss die Kinder auf die Realität vorbereiten. Unsere Kinder sind in der Realität. Sie werden ja nicht weggezogen von der Realität. Das ist auch eine Umkehrung. Und wenn man das dann irgendwann mal ein paar Mal gehört hat, dann merkt man, das fällt einem wie Schuppen vor den Augen, wie wir in Tabus funktionieren. Und das eigentlich gar nicht mehr hinterfragen. Ist faszinierend, wie wir eigentlich der Schule gestehen, dass man nur in der Schule lernt. Das ist aber nicht so. Vielleicht lernen sie beim Fernsehschauen oder im Internet oder weiß nicht wo. Ob sie das wirklich in der Schule lernen heute, das ist dann sehr fragwürdig. Beim Herz, das ist ein ganz wichtiges Thema, weil da geht es um die Herzbeziehung. Und zum Beispiel das Urvertrauen. Heute weiß die Hirnforschung, dass Urvertrauen im ersten Lebensjahr als Hirnentwicklung realisiert wird. Und wenn man sich das bewusst ist, dann schickt man keine Kinder mehr einfach in die Kitas. Weil wenn man ein Kind weggibt, ein Kind hat keine Zeitempfindung, dann ist das Kind aus Kindperspektive für immer und ewig weg, weil es hat ja keine Zeit. Das muss man sich mal vorstellen. Aber wir haben die Sensitivität oder das Herz für das, das können wir nicht mal mehr entwickeln. Und man sagt, wenn das Urvertrauen nicht realisiert worden ist im ersten Lebensjahr, dann ist es, da streiten sich noch die Wissenschaftler, aber die Extremformulierung ist, es ist für immer vergessen, also man kann es nicht mehr nachempfalten. Wir sagen, als Eltern mit Kindern kann man es nachempfalten, indem die Kinder die Lehrer werden. Die Kinder haben ja die Gefühle, sie zeigen eins, aber dann wird eben wieder die Umkehrung findet statt. Sie werden eigentlich auf dieser Ebene zum Lehrer. Und dann kommt die Einfühlung.
Das ist etwa in den ersten 3 Jahren, wo die Kinder, das ist auch eine Hirnentwicklung, wir meinen immer, es ist am Herz, in dem die Spiegelneuronen entwickelt werden. Auch hier, es braucht eine intensive Beziehung von den nahen Bezugspersonen und man kann die Kinder in dieser Zeit, wo das Hirn sich noch entwickelt, nicht einfach irgendwo hingeben. Outsourcen. Und dann die Beziehung, da habe ich gesagt, das sind die wahrenden Haltungen, Gewahrsein, Liebe, Respekt. Wie gestalte ich die Beziehung mit unseren Kindern? Wir mussten auch lernen. Wir haben am Anfang, war so ein typisches Beispiel, da leert ein Kind ein Glas Wasser auf dem Küchentisch aus. Typisch. Ja, bist du schon wieder nicht aufmerksam gewesen? Oder man sagt irgendwie so etwas. Und dann haben wir uns am Anfang das dann zugesagt, gehst du mit deinem Nachbarn auch so um? Wenn dein Nachbar zu Gast ist und ein Glas umstößt, dann macht man das auch nicht. Dann steht man auf und putzt den Tisch. Und so haben wir das mit den Kindern auch gemacht. Dann stehen wir auf und putzen den Tisch. Und nicht irgendwie einen Vorwurf den Kindern machen. Es will doch niemand extra ein Glas umkippen. Das gibt es ja nicht. Das sind einfach solche Dinge, die mussten wir auch lernen. Aber das gehört zu dieser Entwicklung. Ja, und apropos Lernen. Wir mussten viel lesen. Und das Wissen ist da. Und das sind so unsere philosophischen Grundlagen. Jean Gebser ist mein Hausphilosophe und Tom Beck und Ken Wilber, da komme ich nachher dazu, die integrale Philosophie, indem ich das ein bisschen näher ausführe, damit man überhaupt versteht, was eigentlich abgeht. Ganz spannende Literatur und von diesen hat man natürlich nicht nur ein Buch gelesen, sondern mehrere. Dann ist am Anfang, das Leben zeigt sich uns, da haben wir gelernt, wie man eine sanfte Geburt gestaltet. Wir haben 3 Hausgeburten gehabt, immer in der Stube. Da war auch kein Lehrer dabei, kein Hausarzt war dabei. Das haben wir mit der Hebamme zusammen gemacht. Und dann gibt es ganz interessante Bücher. Dein Baby zeigt dir den Weg. Oder auch Kontinuumkonzept. Das ist das Prinzip mit dem Trag, das Kinder tragen, dass man ein Kind trägt. Und so die Beziehung, und man sagt auch bei der Mutter ganz intensiv am Anfang, dass ein Kind das Bonding spürt, den Herzschlag der Mutter. Es hat es ja 9 Monate den Herzschlag der Mutter gehört, und wenn man im Tragtuch hat, dann ist es wieder angeschlossen an diesem Herzschlag. Und das, auch als Mann darf man das dann auch mal erleben und darf auch als Mann ein Tragtuch tragen. Da sind wir aber schon früh eingestiegen und haben dann ganz relativ schnell gelernt. Wir waren auch Anfänger und Analphabeten in diesem Punkt. Dann ist die respektvolle Begleitung, das ist wichtig, so jenseits von Belohnung und Bestrafung. Das ist auch so ein Prinzip. Die Wirtschaft kommt heute auch auf dieses Prinzip mit der intrinsischen Motivation. Und da hat Daniel Pink hat vor 2-3 Jahren ein Buch geschrieben, Drive, und da schreibt er über die intrinsische Motivation. Und ich habe das aus beruflichen Gründen gelesen, und in einem Kapitel schreibt er, lasst euch von den Unschoolern eine Lehrstunde geben. Weil es gibt in Amerika schon Familien, die dieses Prinzip in der Familie praktizieren. Das ist auch faszinierend. Und auch Naomi Aldert, das war für uns wichtig, von der Erziehung zur Einfühlung, eben nicht erziehen, Beziehung, nicht Erziehung, Beziehung. Und dann gewaltfreie Kommunikation, das ist auch in der Erwachsenenwelt ist das ein wichtiges Thema, aber das stimmt natürlich, ist auch wichtig für die, in der Beziehung mit den Kindern. Dann die Psychologen, vor allem die Psychoanalytiker, die halten uns den Spiegel hin. Und man muss nicht Mainstream lesen, sondern diejenigen, die eigentlich an der Systemgrenze arbeiten. Und Arno Grün, der sagt,
Empathie ist ja ein wichtiges Thema heute, dass wir heute keine Empathie mehr haben. Wir haben nur noch kognitive Empathie. Also man weiß und lernt, wie man sich in gewissen Situationen zu verhalten hat. Aber so eine Herzempathie, sagt er, wird seit etwa 5000 Jahren sukzessive kaputt gemacht. Oder Jesper Juhl, das kompetente Kind, kompetente Familie. Oder der Individualpsychologe Adler, der war noch mit Jung zusammen, mit Freud, Adler, Jung zusammen. Der Adler, der wird erst langsam berühmt, der sagt, jeder Mensch hat nur ein Ziel im Leben. Das ist, sich in die Gemeinschaft zu integrieren und dieser Gemeinschaft Mehrwerte zu bringen. Das ist die Philosophie von Adler. Das ist auch faszinierend. Wir denken ja umgekehrt. Es sind alle faul, es will niemand etwas machen und das System aussaugen. Einfach, wir haben eine umgekehrte Haltung. Aber irgendwann müssen wir beginnen. Und dann der Eckhart von Braumühl. Also wenn man dann ganz scharfen Tabak lesen will, dann muss man den Eckhart von Braumühl lesen. Der entlarvt jetzt jedes Tabu. Jedes. Und ich habe noch nie ein Buch so angestrichen, das ist nur gelb und orange und grün. Ich musste dann die Farben wechseln und die Buchzeichen, also das ist durchgearbeitet. Dann die Schulen, Bildung der Zukunft, habe ich gesagt, Maria Montessori. Wir kommen eigentlich eher vom Prinzip von Rebecca und Maurizio Wild, sind Deutsche. Die haben in Ecuador Schulen gegründet nach dem nicht-direktiven Prinzip. Dann John Holt, habe ich gesagt. Und heute ist das so ein Zeitgenosse, der berühmte Hirnforscher, der Gerald Hüther, der eigentlich in der ganzen Bildungswelt intensiv Projekte bearbeitet. Dann spannend, in der ganzen spirituellen Szene wird die Kindheit meistens nicht thematisiert. Ist ja klar, oder? Die spirituellen Lehrer, die nehmen die kaputten Erwachsenen und machen das arbeiten mit diesem Rohmaterial. Und es gibt ganz wenige spirituelle Lehrer, die eigentlich die Kindheit thematisieren. Da ist einer, der Deepak Chopra, ein Zeitgenosse, der lebt da heute noch. Stephen Harrison, ein faszinierendes Buch geschrieben, Das glückliche Kind. Und er hat auch eine Schule gegründet in Amerika, wo er versucht hat, so Unschooling und Schule zu verknüpfen. Und dann Krishnamurti natürlich zum Thema Freiheit. Das ist eigentlich das Urgestein in diesem Thema. Für uns selber, wenn wir sagen in den Haltungen Gewahrsein, Liebe, Respekt, wir ernähren uns biologisch, vegan, Ayurveda, nicht Schulmedizin, wir machen Alternativmedizin. Wir wohnen in einem Kanton, wo Alternativmedizin gleich behandelt wird mit Schulmedizin. Und Spiritualität ist jetzt für mich jetzt zum Beispiel das Advaita, das Kernthema. Und natürlich alles von innen nach außen, das ist das Grundprinzip. Ein kurzer Einblick in unsere Lernumgebung, wenn man meint, ja, wie lernen die Kinder lesen? In einer lesenden Familie lesen die Kinder. Und Sarah, wenn die in die Schule hätte gehen müssen, dann wäre sie sehr wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich von einem Therapeuten zum anderen geschickt worden, weil man hat sie nicht verstanden. Sie hat Der Ausdruck war nicht so klar. Sie hat viel zu spät ihr Ich gefunden. Sie hat sich lange Du gesagt. Ganz interessant. Und heute eben ein feines Hochdeutsch. Sie liest. Und nicht nur wenig. Als wir in Griechenland in den Ferien waren, hat sie mal 35 Bücher mitgenommen. Und 32 hat sie gelesen und bei dreien hat sie gleich am Anfang gemerkt, dass sie nicht so spannend sind.
Und dann, aber man hat nicht gemerkt, dass sie eigentlich immer am Lesen war. Sie hat in jeder Stellung, an jedem Ort und überall hat sie einfach gelesen. Und das ist ein Phänomen, eben mit 5 Jahren kaum verstanden, kaum ein Ausdruck und heute ist alles da. Man muss einfach Geduld haben. Man merkt ja wirklich schon, ob ein Kind gesund ist oder nicht. Das merkt man einfach. Oder Nalin, das hier das Thema Vertrauen auch, der hatte ein Grundbedürfnis, ein authentisches Bedürfnis zu klettern. Der hat überall geklettert. Jetzt müsst ihr mal vorstellen, wo ist hier die Mutter? Die hat fotografiert. Einfach zum Thema Vertrauen. Und wenn ein Kind diese Stufen klettern kann, dann muss man sich nicht so große Sorgen machen. Vielleicht muss man wie ein Kätzchen auf einem Baum oben, mal wenn sich eine Katze auf dem Baum verirrt hat, muss man sie vielleicht herunterholen. Aber das ist einfach das Grundvertrauen. Und wenn wir sagen dann immer, wenn das authentische Bedürfnis da ist, beim Kind etwas zu machen, dann werden sie Lernmaschinen. Dann geht es sofort, zack, und dann ist es da. Und beim Nalin, Klettern wurde eine Leidenschaft, da ist im Haus drin, da wird geübt mit richtig Klettern. Und wenn man dann nachher weiterschaut in einer Kletterhalle, dann ist er da oben. Ein Vollprofi mit 9 Jahren. Faszinierend. Und ich sage, das ist eine Hirnleistung, nicht nur Körper. Das sind gestandene Kletterer, die strahlen nur, wenn sie das sehen. Und für einen Kleinen, der muss dann das Seil dann noch hochholen. Und das ist dann alles überhängen, hier überhängen, hier überhängen, hier überhängen. Das ist eine schräge Wand. Überhaupt kein Problem. Das nächste Phänomen. Bin ich ein zu früh? He? Nein. Die Olivia. Die war immer so beweglich, die konnte man als kleines Kind zusammenklappen, wie so ein Blatt Papier. Und die übt, sah ihre Positionen, übt sie und so weiter. Und dann hat sie mal gesehen, beim Eislaufen, wie so junge Mädchen Eiskunstlaufen üben. Dann wollte sie das auch mal machen und hat dann mal in einer Anfängergruppe war sie da mit. Und da war schon ein Talentspäher dabei, also der Trainer dort, der hat sie sofort rausgeholt und gesagt, ob wir keine Schlittschuhe haben oder so. Und hat von Sarah Meyer, die ist Europameisterin geworden, er habe noch ein paar Schlittschuhe von Sarah Meyer und sie fährt heute mit Schlittschuhen von einer Europameisterin. Und wenn man heute schaut, nach einem Jahr Eiskunstlaufen, ist sie Ostschweizer Meisterin, sie ist jetzt schon am Trainieren, nächstes Jahr Schweizer Meisterschaft. Da haben andere 5, 6, 7 Jahre hinter sich. Und dann meine ich wieder, das ist eine Hirnleistung. Das ist Hirnleistung von der Tanzen, Kraft, Akrobatik und Ausdruck, ganz viele Dinge. Und alle diese Lehrer, die wir jetzt erlebt haben, die unsere Kinder begleiten, sind begeistert auf unseren Kindern. Die merken, da irgendwie ist da etwas anders. Ganz faszinierend. Wir sind als Eltern fasziniert, weil es so interessant verläuft. Wir haben nie Stress mit den Kindern. Das ist für uns Wohltat. Dann haben wir eine Malstation nach Arno Grün. Da versuchen wir immer wieder Feedback zu erhalten auf der Gefühlsebene, nicht da kognitiv und Kopf und bekommen da die Reflexionen der Kinder ganz automatisch. Wir werden vom Kanton auch gemessen. Unsere Kinder müssen einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, einmal im Jahr jetzt Tests machen. Und das ist klar, am Anfang, die wussten ja nicht, was ein Test ist. Und dann sagte die, und wir haben dann Noten bekommen,
Und wir haben die Noten angeschaut und gesagt, ablegen. Und wenn sie dann mal 18 sind, dann lachen wir miteinander über diese Noten. Haben das abgelegt und dann irgendwann kam die Älteste, mir stinkt's, irgendwo hinzugehen und irgendetwas zu machen, das ich nicht kann. Ich möchte das können, wenn ich schon dorthin muss. Und dann haben wir gesagt, okay, da müssen wir gewisse Dinge anschauen. Und seit diesem Punkt, die zweite hat dann gesagt, ich will dann gerade vom Anfang an, die bringen nur Bestnoten. Und vorher das Umgekehrte. Aber die haben lange, jetzt haben wir, mussten wir das, das Geheimnis lüften, wir haben das angeschaut und abgelegt. Und wenn sie 18 sind, schauen wir das miteinander an. Die wussten nicht, dass sie Bestnoten machen. Sie gingen dorthin, machten das. Und dann konnten sie wieder ihren Tätigkeiten nachgehen und eigentlich ihren Lernalltag gestalten. Und jetzt vor etwa ein paar Monaten wollten sie mal wissen, was da eigentlich abgeht. Und haben wir mit, war es ein bisschen früher als 18, haben wir das miteinander angeschaut. Es braucht Grundvoraussetzungen. Es braucht eben die selbstgesteuerte Entfaltung der Kinder von innen nach außen. Es braucht etablierte Werte der Eltern. Es braucht eine funktionierende Familie. Das ist einfach auch nicht einfach so selbstverständlich. Wir erleben das oft, dann will die Mutter und der Vater will das nicht. Oder umgekehrt gibt es das fast nicht. Es sind dann schon meistens die Frauen, die da diesen Vorstoß machen. Dann Zeit und Raum für die Kinder, eben auch Zeit von den Eltern. Und dann Lernen durch Gestaltung einer inspirierenden Umgebung und vorhandene Bildung der Eltern. Aber kein Lehrerdiplom. Das ist wirklich nicht, was es braucht. Ein Lehrer lernt Lernobjekte 20 Kindern industriell irgendwie rüberzubringen. Und nicht eine Beziehung zu haben mit einer Subjekt-Subjekt-Beziehung zu einem Kind. Das geht gar nicht mit 20 oder noch mehr Kindern. Da muss ich ein bisschen ausholen. Der Ken Wilber hat ein integrales Modell vom Dom Beck übernommen. Und da geht es eigentlich darum, dass unsere Kultur sich ganz sukzessive entwickelt, evolutionär entwickelt, von weniger Komplexität zu immer mehr Komplexität. Und das geschieht in einer spiralen Dynamik und die haben dann so eine Farblehre daraus gemacht, beige ist weniger Komplexität und türkis ist ganz große Komplexität, wird immer komplexer. Interessant, und da haben sie, man kann das über die Farben gehen oder über die Nummern. Stufe 6, Stufe 5, Stufe 4, Stufe 7. Interessant ist, die haben eine Ebene erste Ordnung ist bis 6, Ebene zweite Ordnung ist ab Stufe 6. Das ist einfach der methodische Grundrahmen dahinter. Und dann hat sich die Menschheit entwickelt, sich immer von einer Ich-Ebene in eine Wir-Ebene, dann kommt wieder eine Ich-Ebene, eine Wir-Ebene, Ich-Ebene, Wir-Ebene, das geht immer so vorwärts. Und wir befinden uns jetzt zwischen Stufe 4 und 6 als Kultur, westliche Kultur. Ich erläutere da noch ein bisschen tiefer, was das eigentlich genau ist. Und das Spannende ist, dass ein Kind genau diese Stufen auch durchläuft, die eine Kultur durchläuft. Einfach im Schnellraffer. Wie eigentlich im Bauch ein Kind in den 9 Monaten die ganze Evolution durchläuft. Und das Hirn, sich Reptilienhirn, Stammhirn, Neokortex, das entwickelt sich alles im Bauch in 9 Monaten. Und nachher durchlaufen wir eigentlich unsere Kulturgeschichte. In kürzester Zeit durchlaufen wir unsere Kulturgeschichte. Die integrale Theorie sagt, integral wird es erst ab Stufe 7. Beginnt es integral zu werden und darunter sind wir noch nicht auf dieser Ebene. Auf der ersten Ebene, und
Vielleicht kennt ihr die Maslow-Pyramide, wo das von den Instinkten her sich immer weiterentwickelt bis zur Selbstverwirklichung. Das ist eigentlich vom Prinzip her, die Entwicklung geht vorwärts, aber sie hört hier nie auf. Bei Maslow ist es die Spitze und hört dann auf. Man sagt, vor über 100.000 Jahren sind die Kulturen haben so funktioniert. Instinkt, Nahrung, Wasser, Unterkunft, Wärme, bei den Kindern ist es eben genau dasselbe. Vor etwa 50.000 Jahren war so die Stammesbildung, Bindung, Treue zum Stamm, ein Häuptling, Rituale, Stolz auf Traditionen sein. Das war etwa vor 50.000 Jahren. Spannend, das ist eine Wir-Ebene. Und dann kommt die nächste Ebene, da geht es um Stärke, Ehre, Macht, Faustrecht, Blutrache. Da gibt es Kulturen, die funktionieren immer noch auf dieser Ebene. Wir haben in der Schweiz eine große Migration der Balkanländer, ehemaliges Jugoslawien. Und dann erlebt man immer wieder so Fäden und Blutrache. Das ist dann typische Stufe 3, wo eine Kultur sich noch dort drin befindet. Dann kommt Stufe 4. Wenn man das überwindet, kommt die Wahrheit. Struktur, Zuverlässigkeit, Ordnung, Disziplin, Pflicht, Regeln. Das wäre eigentlich so die Fürstentümer, auch die Kirche. Die katholische Kirche, unsere Kirchen, die funktionieren eigentlich so typischerweise auf der Stufe 5. Nachher kommt die Ich-Ebene, typisch, wie wir heute leben, Erfolg, Ziele, Gewinn, Ergebnisse, unternehmerisches Denken, Trachten und Streben, das ist die typische Ebene 5, wo wir uns unternehmerisch heute befinden. Und in Deutschland noch interessant dann, Stufe 6, das wäre dann die ursprüngliche grüne Bewegung, Gefühle, Beziehungen, Gleichheit, das sind ganz neue Werte, die hervorkommen und eine Weiterentwicklung der Stufe 5 sind, eine evolutionäre und natürliche Weiterentwicklung. Und spannend in diesen ersten 6 Ebenen ist, dass immer die neue Ebene die Vorgelagerte bekämpft. Also man weiß, die Kirche hat die Magie bekämpft. Alle heutigen Kirchen waren früher magische Plätze. Das weiß man heute auch, wo die Kirchen sich platziert haben. Das Unternehmertum bekämpft hat die Fürstentümer bekämpft, hat die Kirche bekämpft. Also sie hat sich eigentlich auch emanzipiert aus dieser Ebene. Und die nächste Ebene, das Grüne, man sagt das grüne Mem bekämpft eigentlich das Unternehmertum. Und alle merken nicht, dass sie eigentlich das eigene Fundament Triebsand machen unten. Es ist eine Entwicklung. Und erst die Ebene 7, Unabhängigkeit, Freiheit, Unabhängigkeit, Zusammenhänge erkennen und die persönliche Entwicklung. Erst ab Stufe 7 spricht man von einem integralen Bewusstsein, das erkennt, dass die vorgelagerten Stufen umarmt werden müssen. Die muss man integrieren. Man muss die gesunden Elemente von unten mitnehmen und die dunklen Schatten ablegen. Die gesunde Entwicklung. Und spannend ist, die grüne Dimension vor etwa 150 Jahren und die Ebene 7, das gelbe Mem, etwa vor 50 Jahren. Die nächste, und das ist eine Ich-Ebene, der 7, die emanzipiert sich darüber. Ken Wilber sagt, das ätzende Grün, also das ätzende Grün, obwohl eigentlich weit entwickelt, ist das größte Hindernis im Moment, um integral zu werden, weil sie immer noch kämpft. Und heute, etwa vor 30 Jahren, Ganzheitlichkeit, global, Erde als Organismus zu erkennen, das wäre die nächste Ebene, die nächste Wir-Ebene. Und dann Stufe 9, da kann man nur spekulieren. Es geht eigentlich darum, von der Egozentrik zur Soziozentrik, zur Weltzentrik und dann geht es zur Kosmozentrik.
Das ist eigentlich das innere Evolutionsmodell der Entwicklung des Menschen. Mein Hausphilosoph ist Jean Gebser. Der hat die Bewusstseinsebenen anhand der Künste angeschaut. Und der hat ein eigenes Modell gehabt, der hat archaisch, magisch, mythisch, mental, integral. Er hat die Zweistufigkeit noch nicht gekannt. Der ist in den 70er Jahren gestorben und hat eigentlich das Modell in den 40er, 50er Jahren entwickelt. Und dass man das versteht, was heißt Werteentwicklung? Wir haben heute im mentalen Bewusstsein, wie wir heute funktionieren, ich sage jetzt mal Stufe 5 und 6, spricht man von, wir haben die Perspektive entdeckt. Perspektive heißt, wir können den Raum, Zeit und Raum sehen. Bis 1500 hat die Avantgarde in unserer Kultur nur zweidimensionale Bilder malen können. Die konnten nicht dreidimensional malen. Bis 1500. Und wenn man heute schaut, unser Kleiner, der Nalin, der hat so um 9, 9,5 hat er die Perspektive begonnen zu entdecken. Faszinierend. Also er heute schon mit 9, was die Avantgarde mit Leonardo da Vinci und Michelangelo um 1500 herum gesehen haben. Und da hat man die Perspektive entdeckt. Zur gleichen Zeit natürlich da. Vorher war da Galileo Galilei, dann war zur gleichen Zeit Kolumbus, der hat einfach Raum und Zeit physisch, der ist mit dem Schiff da rundherum. Zur gleichen Zeit hat man die kosmische Ordnung entdeckt, zur gleichen Zeit hat sich die Musik verändert, der Buchdruck kam, die Reformation kam, alles etwa um 1500, 1550. Das war der Start des mentalen Bewusstseins in unserer Kultur. Und vorher war es unperspektivisch. Noch vorher war es vorperspektivisch, das muss man sich vorstellen, das ist eine Hirnleistung, Raum zu erkennen, Zeit und Raum zu erkennen. Man sagt, so in chinesischen Schriften, der Urmensch hat Grün und Blau nicht unterscheiden können. Das würde heißen, in unserer Landschaft mit grünen Wiesen und einem blauen Himmel, das wäre einfach eins. Und in koreanischen Sprache ist Grün und Blau dasselbe Wort, unterscheidet sich nur in der Tonlage. Ist auch interessant. Und jetzt wird es dann spannend für das Integrale. Der Jean Gebser, der hat mit Picasso zusammengelebt. Und der sagt, jetzt kommt die Abperspektive. Das ist etwa vor 100 Jahren geschehen. Da malt der Picasso ein Bild, wo man von die gleiche Perspektive von vorne, von der Seite und von da hinten anschauen kann. Das malt er. Er durchdringt eigentlich die Perspektive. Zur gleichen Zeit ist Einstein gekommen, hat die Relativitätstheorie gebracht, zur gleichen Zeit Heisenberg, die Quantenmechanik. Die lösen die Zeit auf. Ganz eine andere Dimension, ganz eine neue Bewusstseinsdimension, die kommt und die hat vor 100 Jahren etwa gestartet mit der Avantgarde. Und man merkt es halt teilweise an den Künsten mit der Architektur, die Musik sucht eigentlich. Wir leben im Terzakkord. Und die Musik sucht den Sekundakkord, ganz, das tut weh in den Ohren. Ganz neue Dimensionen. Und hinter diesem Hintergrund möchte ich eigentlich zeigen, eine Werteentwicklung ist eben auch noch viel mehr. Es ist eben auch Hirnentwicklung. Und Hirnentwicklung findet nur statt, wenn man dem Kind das Hirn entwickeln lässt. Das muss man sich mal bewusst werden. Wir machen das nicht. Wir pfuschen rein. Und wenn man das jetzt anschaut, in Bezug auf Lernen, dann geschieht hier ganz am Anfang Lernen über die Intensität der Sinnesreizung. Ein Kleinkind, das kommt frisch auf die Welt, das lernt das ganz subtilen Sinnesreizen. Ich habe immer die Bilder vom Fernsehen im Kopf, wie man früher uns gezeigt hat, wie die Kinder auf die Welt gekommen sind.
Da hat man eine Frau gesehen, irgendwo im Spital, das Kind hat man hochgehalten, das erste war ein Klaps auf den Hintern, im grellen Licht im Hintergrund, wenn man sich das mal vorstellt, wie wir da mit den Kindern umgegangen sind. Und man spricht am Anfang von den subtilen, feinen Reizen. Das nächste Lernen wäre das Erzählen von Geschichten, Wiederholen von Geschichten, Ritualen. Das läuft in der Kultur so, aber beim einzelnen Kind. Die nächste Ebene wäre das konditionierte Lernen, wo man sagt, du musst jetzt das so machen, und da wird da konditioniert, wie die Kultur das bisher gemacht hat. Weil in 100 Jahren macht man das ja immer noch so. Und dann das Bücherlernen. Man spricht hier sogar von einer Vermeidungsstrategie. Man versucht, irgendetwas in eine Abstraktion zu legen, wo das mit der Realität gar nichts mehr zu tun hat. Dann kommt das Erwartungslernen. Die nächste Ebene wäre das beobachtete Lernen mit Reflexion, Interaktion. Entschuldigung. Und dann kommt das informelle Lernen, wo das sich nach dem Rhythmus und den Bedürfnissen und Interessen des Individuums anlehnt. Hier sind das Intrinsische wird dann wichtig. Und dann experimentierendes Lernen, und dann sagt er, das Lernen wird dann spurlos. Wenn man das heute anschaut, unsere Erziehung, die klassische, ist da unten, konditioniertes Lernen. Die klassischen Schulen, die basieren auf dem Bücherlernen. Vielleicht die Universität mit Wettbewerb, Experimente, Fallstudien, Simulationen. Vielleicht geht das schon ein bisschen in die Schule rein, aber die ist etwa dort. Wenn man die alternativen Schulen anschaut, beobachtendes Lernen, die schauen zu, wie ein Kind lernt. Und das ist noch spannend, ist die Perspektive, beobachten, ist die Perspektive, wäre da anzusiedeln. Und jetzt werde ich ein bisschen frech und sage, Unschooling ist eine Ebene drüber. Es basiert auf den intrinsischen Bedürfnissen des Kindes. Das ist eine ganz neue Erkenntnis. Und das haben nicht wir erfunden. Das ist von einem Buch, Spiral Dynamics, von Don Beck. Ich habe nur die Schulen da hinzugefügt. Ja, und wer interessiert ist für Projektmanagement, der kann vielleicht auch noch etwas ablesen darin. Zum Beispiel, wo befindet sich das klassische Projektmanagement? Erfolg, Ziele, Ergebnisse. Ganz typisch dort drin im mentalen Bewusstsein, wo man das Strukturieren beginnt und zu planen beginnt. Und im mentalen Bewusstsein, hier mit der Perspektive, das drehen wir ja auf eine ganz schlimme Ebene. Also erste Welt, zweite Welt, dritte Welt, und wir organisieren alles. Und Jean Gebser sagt, ein neues Bewusstsein steht dann vor der Türe, wenn die Errungenschaften, die wir einmal als Errungenschaften angeschaut haben, defizient werden. Also man könnte auch dekadent sagen. Also als der Louis XIV, als sie sich da nur noch gepudert haben und zur Kasperle-Figur wurden, hat man sie eigentlich abgelöst. Und heute der Kapitalismus, könnte man eigentlich auch sagen, es wird ganz schlimm, ganz, ganz schwierig. Es wird so, man versteht das nicht mehr, es wird immer fast doofer, und eigentlich das neue Bewusstsein steht bevor, weil eigentlich die Errungenschaft nicht mehr effizient, sondern defizient wird. Ja, jetzt kommen wir zum agilen Manifest. Wer sich damit einmal beschäftigt hat, Beziehung ist wichtiger als Fakten und Dokumentation, Gefühle sind wichtiger als so und so weiter. Das ganze agile Manifest ist eine neue Ebene. Eine neue Ebene Bewusstsein. Und da sind sich ganz wenige eigentlich bewusst, dass da dahinter der Ordnungsrahmen wäre eigentlich schon dafür da. Und da könnte man weitergehen. Wo befindet sich Scrum? Wo befindet sich Kanban? Ist auch ganz interessant, wenn man da reingeht. Und als Projektleiter
wäre es interessant, wenn man so integrale Philosophie einmal studiert, ja, wo befindet sich mein Auftraggeber im Bewusstsein? Wo befindet sich meine Stakeholder? Sind die auf Ebene 4? Dann kann ich schwer mit auf Ebene 6 argumentieren, weil er versteht das gar nicht. Sind sie, und das erlebt jeder, also ich habe ein Mandat gehabt bei der Kantonspolizei, das war Ebene 4 pur. Und der hat immer den Dolch in der Hand gehabt, der versuchte mich irgendwo zu killen und der wollte immer irgendetwas finden, das nicht stimmt, weil er hat es nicht verstanden. Und ich habe auch in sozialen Institutionen gearbeitet, da habe ich schon das erlebt, Ebene 6, was aber nicht heißen soll, dass die sozialen Institutionen dort sind. Ich habe auch soziale Institutionen auf Ebene 4 erlebt. Und das ist dann spannend bei Ken Wilber. Er spricht dann, wir sind hier, er spricht von Prä-Trans-Verwechslung. Also viele meinen, sie haben sich entwickelt, sind aber eine Stufe zurückgefahren. Das ist auch interessant. Das muss man dann ganz genau anschauen, wo die Werteentwicklung dann wirklich steht. Eben in welcher Kultur befindet sich ein Projekt? Ganz spannend. Man sagt Obama zum Beispiel, dass er schon ein integraler Präsident sei. Der ist da hinter dem, mit dem Fahnen im Hintergrund und seiner Rede, das ist dann auf Ebene 4 gesprochen, aber gleichzeitig ist er im Facebook und im Twitter und kommuniziert dort wieder auf einer anderen Ebene. Und die haben das schon draus. Und der Tom Beck, der die Spirale Dynamics da entwickelt hat, der hat in Südafrika mitgeholfen, mit diesem Modell die Apartheid-Thematik aufzulösen. Weil mit den Schwarzen hat er eine ganz andere Ebene gehabt wie mit den Weißen. Und die musste man irgendwie zusammenbringen. Und normalerweise gibt es Krieg in solchen Dimensionen. Wenn man das, er ist auch in Palästina, Israel dabei und versucht dort aufzulösen, ist aber ein schwierigerer Konflikt. Das ist noch ganz spannend. Ich habe Kanban höher bewertet als Scrum. Scrum, ja, es ist, ich habe ein Scrum-Team aufgebaut und es ist schon faszinierend, wie die performen und wie die kommen, aber ich weiß nicht, wie die Gefühlsentwicklung und wie das Empathische dort wirkt. Es ist noch viel Methode, es ist noch viel durchstrukturiert, also es ist mir noch mehr mentale Dimension als auf dieser Ebene 5. Bei Kanban, ich habe die Schulung gemacht beim Klaus Leopold, da habe ich ganz neue Dimensionen kennengelernt, was so die Kernpraktiken von Kanban sind. Zum Beispiel, ich habe da mal die aufgelistet, Kanban-Kernpraktiken, mach Arbeit sichtbar, das ist eine Kernpraktik. Visualisierung des Arbeitsflusses, die Wandtafeln, das können wir nicht mit der Familie. Der Lernprozess ist schwierig darzustellen auf einer Kanban-Tafel. Aber das Pull-Prinzip, das funktioniert bei uns. Auch nach dem Prinzip Start Finishing, Stop Starting. Also zuerst etwas abschließen und dann etwas Neues beginnen. Nicht Multitasking, das ist so in den 80er, 90er Jahre, sagte man, die Frauen sind multitaskingfähig und die Männer nicht. Und heute sagt die Hirnforschung, niemand ist multitaskingfähig. Man kann eine Sache machen und dann die nächste und dann die übernächste. Dann ganz wichtig, manage work, not workers. Wir schrauben an der Umgebung und nicht an den Kindern. Manage Umgebung und nicht die Kinder. Dann Prozessregeln explizit machen. Wir definieren ganz explizit Regeln mit den Kindern, die Sinn machen. Und sie kommen sofort, wenn sie keinen Sinn mehr machen, und dann ändern wir die Regeln.
Es ist im Kanban genau gleich. Ganz flexibel. Implementiere Feedback-Mechanismen, Daily Stand-Ups und Retrospektiven und so. Wir machen das mit der Malstation. Wir holen die Gefühle ab. Wir haben Tests, Swiss mit dem Kanton. Wir haben Ad-Hoc-Gespräche. Auch spannend, ich habe den Vortrag den Kindern gehalten. Und kommen spannende Fragen dann auch von den Kindern. Die sind nicht überfordert mit dem. Und dann führe gemeinschaftliche Verbissen durch, basierend auf Modellen und wissenschaftlichen Methoden. Ich habe gezeigt, wir basieren auf Wissenschaft, auf viele Bücher gelesen und den Methoden. Genau gleich. Ist auch faszinierend. Habe ich erst entdeckt, als ich die Kanban-Schulung gemacht habe.